Hallo und herzlich willkommen bei Nerd Attack. Ja, das hier wird jetzt ein kurzer Vlog, wo ich einfach mal erzähle, was es denn so Neues gibt. Hatte ich schon länger vor, aber nach den heutigen Ereignissen musste ich es einfach tun. Denn es wurde nämlich heute der Nintendo 2DS bekannt gegeben. Ja, was uns beim 2DS erwartet. Es ist quasi ein Ding in einem, ohne zum Klappen, wieder mit zwei Bildschirmen und einem Touchscreen, oben mehr zum Spielen, zum Schauen. Diesmal hat man eben keinen 3D-Effekt dabei, deswegen 2DS. Vorteil hierbei, wir schaffen es vielleicht wieder nach vielen, vielen Jahren zu einem Gameboy-Feeling. Alles in einer Hand haben, ohne zu klappen, das macht schon den Unterschied. Wie beim Gameboy Advance, der Bildschirm bzw. die Schultertasten über dem oberen Bildschirm zu haben, ist schon ein altes Feeling. Das Ganze nochmal kompakter und einfacher zu gestalten, hat Nintendo ja schon öfters gemacht. Das Ganze hat hier auch den Vorteil, dass Einsteiger auch dann günstiger und mit neuwertigerem Produkt quasi einsteigen können und trotzdem den gleichen Fun haben bei der ganzen Sache. Perfekt natürlich, dass das Ganze zufällig zum 12. Oktober rauskommt, also zum Datum, wo auch Pokémon X und Y rauskommt. Soll euch jetzt nochmal den Tritt in den Hintern geben, euch einen zu holen, wenn es rauskommt. Die Funktionen wie beim 3DS sind komplett gleich. Das heißt, ihr könnt auch die ganzen Daten und was weiß ich alles, falls ihr euch da mal einen normalen 3DS oder einen 3DS XL zulegen sollt, auf diesen dann übertragen. Ich finde, man hat das Ganze hier auch noch für eine kleinere Zielgruppe mit ausgerichtet, weil das Gerät etwas an sich schon etwas kleiner ist und von dem riesen Handheld, was man beim XL mittlerweile hat, ist natürlich nicht mehr so für Kinderhände geeignet. Außerdem, jeder kennt es eigentlich, wenn man mal einen kaputten DS gesehen hat, das Einzige, was das Ding wirklich kaputt machen kann, ist, wenn der Bildschirm und das untere Teil auseinanderfliegt. Ansonsten gab es nicht viele Gründe, warum der Nintendo DS und die nachgegangenen Generationen überhaupt kaputt hätten gehen können. Das ist deutsch. Ist natürlich dann auch für kleinere Gamer geeignet, die nicht wirklich auf ihr Gerät aufpassen können. Klar werden wir damit nicht das eigentliche Feeling vom 3DS erleben können, aber ich denke, es ist ein sehr großer Schritt getan, dass man dann auch wirklich sagen kann, für einen geringen Preis, 100 bis 120 Euro ungefähr, dass man hier einsteigen kann, dann immer sich noch aufbessern kann mit einer anderen Konsole. Beziehungsweise diese Konsole wird den Nintendo 3DS vom Preis her, also vor allem die Gebrauchten, sehr weit runterdrücken. Das heißt, wir werden da dann auch wieder günstigere abgreifen können, weil es dann noch Einsteiger im Nachhinein gibt. Ich finde die Idee 2DS viel besser als so manche sagen und ich finde, das ist echt ein gutes Angebot für Einsteiger, die das Ganze erstmal ausprobieren wollen und dann natürlich auch zu schätzen wissen können, was der 3DS sonst noch so drauf hat, außer dem 3D-Effekt. Wir werden uns in Zukunft hoffentlich wieder öfter sehen. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt dann einmal. Worüber ich auf jeden Fall nochmal irgendwann reden will, ist jetzt die neuen announced Pokémon für Pokémon X und Y. Ich durfte es auch schon auf der Gamescom ausprobieren. Das heißt, da gibt es noch jede Menge Redebedarf. Das wird auf jeden Fall mega. Also haltet euch fest, wir sehen uns dann bald wieder und bis dann.